Ja, ich bin Marco Padrun, Mitbegründer der Firma Evatec und jetzt tätig als CTO in der Unternehmung. Die Evatec stellt Produktionsanlagen für die Halbleiter, Optoelektronik und Photonikindustrie her. Und mit unseren Anlagen werden dünne Schichten produziert, hergestellt. Man kann zum Beispiel das Telefon nehmen, das Mobile Phone. Überall ist da Dünnschichttechnik verbaut. Unsere Lösungen sollten möglichst in verschiedenen Märkten einsetzbar sein. Es soll hoch konfigurierbar sein, ein großer Baukasten, damit wir schnell reagieren können, schnell Lösungen erarbeiten können. Mein Name ist Lukas Kaspar, ich bin seit 7 Jahren für Evatec tätig, als Projektleiter. Wir hatten bei Evatec die Ausgangslage, dass wir sehr starkes Wachstum in den letzten Jahren hatten und stetig zunehmende Kundenanforderungen an unsere Prozesse. Und deshalb haben wir uns für ein PLM-System von Autodesk entschieden. Wir hatten zuvor schon Inventor und Volt von Autodesk im Einsatz und Fusion Lifecycle ist dazugekommen. Mit Autodesk können wir den CAD-Teil, also auch PDM und PLM, abdecken und können so die Schnittstellen verringern und haben eine One-Stop-Lösung. Mein Name ist Andreas Halter. Für mich als Produktmanager ist das Fusion Lifecycle von Autodesk das zentrale System. Im PLM-System sind Änderungswünsche prozessgeführt. Und darin verschiedene Schritte vorkommen, wie Reviews, zum Beispiel von einem Produktmanager oder auch in einem größeren Team, stellen wir sicher, dass alle, die beteiligt sind und von der Änderung betroffen sind, entsprechend informiert werden. Mein Name ist Klaus Münde und ich leite hier in der Firma Evatec die Product Lines. Qualität ist eines unserer wichtigsten Themen im Unternehmen. Deshalb haben wir auch ein System eingeführt, das cloudbasierend ist, so dass wir alle unsere Partner einbinden können und die immer die aktuellen Daten sehen und damit gemeinsam basierend auf aktuellen Daten Entscheidungen treffen zu können. Um die individuellen Anforderungen von unseren Kunden erfüllen zu können, ist es so, dass wir konsequent eine Plattformstrategie verfolgen, um diesen Stretch zu machen zwischen individuellen Kundenanforderungen und Standardprodukten, um eben dem Kunden sowohl kurze Lieferzeiten, aber auch die Flexibilität und Qualität bieten zu können. Autodesk war sehr behilflich, um die ganzen Bedürfnisse zu koordinieren mit den Integratoren, um für uns eine möglichst gute Lösung zu erarbeiten. Was wir gesehen haben, ist, dass sehr viele Verbesserungen, die durch die Digitalisierung in diesem Bereich stattgefunden haben, in kürzester Zeit als Standard angenommen werden. Ich kann Ihnen hier ein Beispiel geben, beispielsweise, dass aus dem CAD-Modell automatisch die Stückliste ohne händische Manipulation erstellt wird, wo man früher sehr viel Zeit verloren hat. Ja, die Reise in Anlagenbau für die Halbleiterindustrie geht sicher in noch kürzere Lieferzeiten, noch flexibler Lösungen anzubieten für den Kunden, Kundenbedürfnisse, die sich rasch ändern aufgrund der kurzen Innovationszyklen. Und die Herausforderung ist, sich für das zu rüsten. Ja. Die ganze Industrie, unsere Produkte, unsere Kunden entwickeln sich ständig weiter. Und wir haben uns fokussiert auf ein System oder eine Lösung, die uns die Möglichkeit bietet, diese Änderungen mitzugehen. Wir haben jetzt festgestellt, mit der Einführung, die wir gemacht haben, dass wir ein System haben, das sehr flexibel ist, das erweiterbar ist. Und bis jetzt haben wir keine Limitationen gesehen, alle unsere verrückten Ideen, die wir noch haben, umzusetzen.